Herzlich willkommen und Servus, Cashtrues. Mein Name ist Landi Landinger. Nun geht es um die E-Form des Akkords. Jeder hat vielleicht schon mal den E-Dur oder den Moll-Akkord gespielt. Man kann den Akkord jetzt erstmal so verschieben. Mal Halbton. Entschuldigung. Okay, das ist E. Wir verschieben den E. Wir verschieben den hier zum Beispiel. Haben wir den auf den G mit E verschoben. Diese Akkordform beim Verschieben funktioniert immer. Jetzt wollen wir den Akkord aber erstmal analysieren. Dieser Akkord ist wie der A-Dur-Akkord erstmal ohne Terz unten in den unteren drei Seiten. Wir haben Grundton, Quinte, Grundton und die nächste Oktave ist Grundton, Terz, Quinte, Grundton. Und um den Akkord verschieben zu können, müssen wir jetzt wieder mal die Finger tauschen. Das ist eine ganz, ganz nette Übung. Wir verschieben den Akkord. Auf den ersten Bund und schon haben wir einen F-Dur. Die Orientierung für den E-Shape ist die E-Saite. Und wenn man jetzt aufgepasst hat, die Orientierung für den A-Shape ist die A-Saite, die Orientierung für den E-Shape ist die E-Saite, dann ist auch die Orientierung für den G-Shape die G-Saite. Nur so nebenbei. So, und jetzt haben wir hier die Töne E, F, G, A, B, C, D, E. Aus der C-Dur dann leider. E, verschiebt den Akkord, tauscht die Finger. Bin hier im ersten Bund F, bin hier am dritten Bund, das ist B, A, B, C, D. Und jetzt bin ich wieder beim E angekommen. Leider wird dieser Griff nur in der Klassik so gespielt, wenn man Rock'n'Roll macht oder wenn man oder Pop macht, das ist oft so, dass der Daumen den Grundton spielt und dann wird die A-Seite weggelassen. Also dadurch wird der Akkord sehr viel transparenter. Ich habe unten keine Quinte, die fehlt aber auch niemandem. Vor allen Dingen jeder Keyboarder und Sänger oder Bassist bedankt sich. So kann ich jetzt den Akkord mit dem Daumen greifen. Das Griffbild bleibt dasselbe, ich lasse nur was weg. Nur etwas wegzulassen, muss man sich erstmal einverleiben und ist nicht so leicht zu bewerkstelligen. Ja, E, F, G, A, B, C, D, E. Das war die E-Form und das Verschieben. Ich bedanke mich. Tschüss.